Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen, ob ich ein Produkt euch mal vorstellen wollen würde. Und ich fand das cool. Ich habe mich für sowas schon mal interessiert. Ihr habt aber noch nicht geholt, ihr habt. Der Karton sieht jetzt nicht so vielversprechend aus. Also man sieht jetzt nicht wirklich was. Monokular steht nur drauf. Und dann sieht man halt hier den Leopard und hier rangezoomt. Wir werden ein gutes Stück erstmal auspacken und dann testen. Und warum ich mich dafür schon interessiert habe, wenn wir im Wildpark sind zum Beispiel mit der Kleen oder so, ich hatte nie irgendwie was zum Ranzoomen. Und hier war auch irgendwie was mit Handy mit bei, das soll wohl auch mit Handy funktionieren. Und da dachte ich, klingt ja interessant. Ach so. Okay. Man kann das auf ein Dreibein machen. Das ist auch mit bei. Wir haben auch ein Tuch zum Reinigen der Linse mit bei. Und dann kann man ranzoomen. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich hätte es jetzt eher als Fernglas genutzt, aber okay. So, das ist hier drin. Das gucken wir uns gleich an. Hier haben wir dann das Dreibein. Kann man dann halt so hinstellen, wie man mag. Ja. So, ich lasse das jetzt mal so stehen. Dann haben wir hier die Halterung fürs Handy. Kann man verstellen für seitlich und hochkant. Das machen wir erstmal wieder fest. Und ein Plasteteil mit einem Loch drin. Das wird für die Kameralinse sein. Bin ich mal gespannt. Also dafür habe ich mich jetzt nicht so interessiert. So, das war ein super Gimmick, aber eigentlich nur für das Monokular, weil wenn wir denn im Wildpark sind, gehen wir in den Wildpark und gehen die große Tour. Die ist über 5 Kilometer, 6 Kilometer oder so ist die Tour. Also da werden wir nicht, also nicht, dass ihr denkt, dass irgendjemand, der uns begleitet und was erklärt oder so. Nein, wir laufen einfach lang. Das gibt halt praktisch einen kleinen Weg. Der ist, glaube ich, 2,5, knapp 3 Kilometer. Und dann gibt es einen großen Weg außenrum. Und dann gehst du halt die ganzen Gelände außenrum. Kannst du dann nochmal, wenn du außen bist, nochmal zur Mitte und dann wieder zum Anfang zurück, weil in der Mitte sind die freilaufenden Gazellen und so. Und wenn wir bei den Wölfen und so waren und bei den Bären, die sind ziemlich weit hinten gewesen, da haben wir dann versucht, der Kleen das zu zeigen, aber durch das Ganze war dann halt nicht so möglich. Und so können wir dann hier gucken, ranzoomen und kann sagen, hier guck mal, da durch, da siehst du denn den Bären. So. Gucken wir uns jetzt erstmal alles an. Ist auch ein schöner Schutz ist auch drauf. Vorne. Und hinten auch. Hinten hätte ich mir. Hier haben wir jetzt zwar so ein Loch. Aber kein Band dazu. Da hätte ich mir vielleicht noch hier auch noch irgendwie eine Vorrichtung oder so gewünscht. Also auch so ein Pinüppchen, der rausguckt und dann ein Band, dass man das, wenn man das abmacht, dass das dann halt hier so runterhängt, dass es nicht verloren geht. Aber okay. Hier vorne haben sie das gemacht. Hier ist dann halt so eine Gummidichtung. Seht ihr das? Und dadurch hängt das dann runter. Man kann es auch, diesen Ring hier, diesen kompletter, ich versuche mal so, dass ihr das seht, so ein Gummiring, den können wir auch komplett abnehmen, wenn wir nicht brauchen. Ich finde den gerade gut. Hier haben wir dann die Schraube drunter versteckt für das Stativ. Auch mit so einem Gummipinöpel abgedeckt, wenn wir es nicht brauchen. Einfach drauf. Ja, das CE-Zeichen ist hier schon locker. Und hier oben haben wir dann zum Stellen. Okay.
Ja, da werden wir mal gucken. Ich werde jetzt mal. Oh, ich werde erstmal so ohne Kamera gucken, wie weit das funktioniert. Oh, ist aber was für kleine Hände. Kann man das größer machen? So, jetzt. Ah, noch ein bisschen mehr. So. Ja, wir haben auch eine Polsterung, wie ich es von meinem Camcorder auch kenne. So, jetzt gucken wir mal durch. Passiert was, wenn ich das hier reindrehe? Gefühlt nicht. Jetzt drehe ich mal hier oben am Rädchen. Da wird es dann schärfer und unscharf. Ja, Digga. Ah, jetzt wird's wieder scharf. Die Qualität finde ich. Also. Die Qualität finde ich sehr gut. Also sieht stochenscharf aus, das Bild. Aber wir werden es jetzt mal noch zusammenfriemeln. Für euch. So, wir machen mal die Gummibinüppel ab. Tiger sagt uns auch Hallo. Wir machen das mal so, dass das hier unten hängt. So, aber da lese ich mir erstmal nochmal die Anleitung durch, dass ich auch weiß, wie man es macht. Ach so, alles klar. Gut. Und passt bitte auf beim Raufschrauben, nicht dass er die Winde kaputt macht. So. Jetzt haben wir das. Und jetzt weiß ich, wie das geht. So. Wir sollen dann. Muss ich mein Handy mal aus der Verpackung holen. Schon mal auf Kamera gehen. Muss mal gucken, ob das mit meinem Handy überhaupt geht. So, muss aufpassen, damit das hier nicht auf dem An- oder Ausknopf ist. So. An die Mitte von der Linse fixieren. Da dann das Pinöpelchen rauf. Habe ich auch die richtige, genau. Und jetzt müssen wir die Höhe vom Stativ noch anpassen. So. Und dann das Ding hier einfach draufsetzen. Hoppala. So. Draufgesetzt. Und dann einfach hier an diesen kleinen Plastervorsprung. Muss man es drauf drehen. Ja. Also die Winde siehst du sonst nicht. Also das ist wirklich.
rum. Ah, jetzt. Mit dem Schrauben habe ich es immer nicht so. So. Okay, das hier rauf machen. So. Die ist drauf. So. Jetzt aber. Jetzt mal den Fokus wieder rausnehmen. So. Mal, ich muss mal jetzt gucken, ob ich ja, aber irgendwie also es funktioniert, aber ich habe dann halt nur so einen Punkt. Jetzt will die Kamera immer selber fixieren, aber egal. So, jetzt werde ich euch das mal zeigen. Aber dafür muss ich jetzt erstmal meinen Bildschirm dunkler machen. Sonst haut das nicht hin. Also, hier seht ihr meinen Kühlschrank, meine Waschmaschine. So sieht es denn aus mit diesen Rändern. Und wenn man reinzoomt, sieht das so aus, also mit dem Handy reinzoomt, dann verschwindet ja der schwarze Rand. Ich muss sagen, also das ist, ich habe auch ein bisschen gewackelt, aber die Qualität finde ich ganz gut. Aber man muss es halt jetzt nicht, wieder voll hell. Man muss es halt jetzt nicht für Handy nehmen. Ja, ihr könntet euer ganz. Mist. Oh. Habt ihr mich ja nicht gesehen, wie ich da rumgehampelt habe. Also man muss es nicht für Handy nehmen. Ihr müsst das Handy nicht anschließen. Ihr könntet auch ganz. Also ich werde es auch nicht fürs Handy nehmen, sage ich euch, so wie es ist. Da das Stativ dann jedes Mal mitschleppen und so. Nee. Ich finde es halt nur interessant, monokular einfach nur so, um zu gucken. Und dann, jetzt will er wieder nicht scharf, doch jetzt. Man kann es schön scharf sehen. Ich weiß auch gar nicht, mit wie viel Metern, 12 mal 50. Waterproofed. Also ich weiß auch gar nicht, wie nah das dann überhaupt dran geht. HD 12x50. Also bis auf wie viel Meter man da genau gucken kann. Steht das vielleicht in der Anleitung? Nee, ist natürlich zu klein geschrieben. Doch, nur die Erklärung alles. Auch das wasserdicht ist. Twist Eye Capture. Also, haben wir ja auch rausgefunden. Da steht einmal in Deutsch und einmal in Englisch, halt das gleiche. Augenmuschel. Aber wie viel Meter jetzt genau?
weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich werde es auch mit der Tasche dann mitnehmen, aber halt nur so zum Zoomen, wenn Juna denn oder Josie was sehen will. Da hinten ist der Bär. Josie ist genauso eine Trantüte. Wir waren im Wildpark. Und Patricia und ich sagen, guck mal, da ist der Bär. Und sie sagt, wo ist der Bär? Wo? Sag ich, da unten am Baum, da wo das kleine Wasserloch ist. Und sie guckt schräg hoch. Wo? Sag ich, unten. Baum, Wasserloch. Die ist manchmal so eine Trantüte. Aber das hat sie von mir. Ich war damals nicht besser, leider. Und ich weiß es. Es ist so. Und meine Mutter hält es mir heute noch vor. Und wenn wir bei meiner Mutter im Garten sind und Josie O wieder so ein Ding gucken lässt, du warst nicht besser. Die Tasche finde ich ein bisschen eng. Die würde ich mir ein Stück größer oben wünschen. Man kriegt es rein mit Hängen und Würgen. Ihr seht da, das ist wirklich sehr eng. Also da muss, also die Öffnung muss ein Stück größer. So ein Zentimeter größer, weil jetzt hakt es hier bei mir. Ich habe die da auch hingekriegt. Warte mal, versuchen wir mal einfach anders. Ich mache das dicke Ding zuerst. Und dann ziehe ich das hier, stülpe ich das hier so drüber. Ja, es ist wirklich sehr eng. Und eng ist nicht immer gut. Aber ich habe es ja bitte. Oh, so, ich habe es eigentlich auch gut rausgekriegt. Ah, da war noch eine Folie, glaube ich. Also ich würde denn hier doch nicht beides wieder reinmachen. Na, jetzt geht's. Seht ihr? Einmal drin geht's. Ah, jetzt habe ich das gelöst hier. Naja. Muss ich nachher noch festmachen. Also wenn es eh mal drin ist, so also bis zur Hälfte, dann ist es drin. Aber ich finde es halt trotzdem eng. Also die Tasche müsste ein Tick größer sein. Und das quäle ich jetzt hier garantiert nicht nochmal da rein. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt hier reinkriegen soll. Das ist auch so ein, wenn man es zusammengebaut hat, man schraubt es doch nicht immer gleich wieder auseinander. Man will ja schnell ein Foto machen, dann rauf und so. Also dann müsste die Tasche wirklich so ein Stück größer sein, dass es vernünftig alles nebeneinander reinpasst. Dass man das einfach nur rausnimmt, ran, Handy rauf und loslegen. Also das ist, ja, finde ich fragwürdig. Aber das Tuch muss noch mit rein. So. Dann kommt das in den Schrank mit den Ausflugssachen. Das klingt jetzt doof, ich weiß, aber ich habe wirklich ein Schrankabteil mit Ausflugssachen. Ich habe auch wenn es mir nicht glaubt, aber das ist schön, dass eine Kugel dran, dass es nicht aufgeht. Dann kann man sich das vielleicht, wenn es aushält, so einen Rucksack hängen. Ich habe sogar, auch wenn er das mir nicht jetzt glaubt oder so, ich habe eine Badetasche. Das ist ein kleiner Korb mit Reißverschluss. Also das ist so Stoff und dann ist halt so ein Metallgitter, so wie so ein U da drin. Und das macht man, kann man dann halt den Korb zusammenfalten. Oder man macht das Metallgitter dann halt runter und klickt es an der Seite ein und ist ein Korb. Schwarz. Und da ist von meiner Frau Badeanzug drin, von mir meine Badehose, von der großen ein Badeanzug, für die kleine ein Badeanzug und Handtücher. Und mein Ersatzakku, der große, den ich schon mal damals vor ein paar Jahren vorgestellt habe, für Handy aufladen mit so ein großes, dicke Ding, schwarz-braun, keine Ahnung, wie viel Milliampere der jetzt hat oder so. Und das ist alles da drin. Und dann halt eine Packung Sonnenmilch natürlich und so, dass wenn wir baden oder wir uns kurzfristig entscheiden, baden zu gehen, brauche ich nur den Korb nehmen und das für jeden was drin. Och, Mausi. Mausi hat sich durch die Tüte gequetscht.
So, nichtsdestotrotz ist jetzt, mache ich jetzt Schluss. Ich werde es noch in der freien Wildbahn testen und euch dann noch ein Feedback später dazu geben, wie es sich geschlagen hat. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.